3-8, in Hangar A steht ein Schiff der Sklavenjäger. Sind Sie Trandoshanern begegnet? Kann man so sagen. Jeder Menge Kampfdroiden. Den Trandoshanern ging es während des Krieges nie um Politik, sondern um Wookie-Fälle. Was machen die dann hier? Und warum verkaufen die Separatisten den Sklavenhändlern Droiden? Ich werde die Logdateien analysieren. Kümmern Sie sich einstweilen um Hangar A. Ich habe mich in die Systeme des Schiffs gehackt. Jetzt kann ich einige Funktionen von hier manipulieren. Aha, ja gut, also der Berater hatte ja mächtig was im Griff endlich mal. Was? Hört ihr das? Irgendwie ein Stoßturm? Ach du Kacke. Das sind mal... Was? Oh, shit! Oh Gott, ein Stoßturm Trandoshana hat mich hier geholt. Mumis. Oh, nur 7. Gut, die sind, glaube ich, gar nicht mal so schwach. Ich wusste, die kommen hier irgendwann mal. Der ist erledigt. Huch, schön. Was? Ach, das ist ja gar kein Delta-Mensch. Jalla. Gut, haben die hier spezielle Waffen? Anscheinend ja. Ein Trando-Repeater. Interessant. Schön, okay, den werde ich mir gleich nochmal genauer ansehen. Gönnen Sie sich ein bisschen Backzeit. Ich glaube, das ist so MP-mäßig Schnellschuss. Yo! Fragt sich jetzt nur noch, ob der wirklich so sinnvoll ist oder. Wurst! Oder ob da doch lieber die Schrotflinte mehr was taugt. Die sind aber verdammt schnell, also damit Schrotflinten ranzukommen, ist glaube ich nicht immer so. Sie sind militärisch ausgebildet und gut ausgerüstet. Unterschätzen Sie sie nicht. Keineswegs, Berater, keineswegs, weil ich habe gerade gemerkt, was mit denen los ist. Gut, kehren Sie zum Aufzug zurück. Nichts leichter als das, hoffe ich mal. Ja, doch, vielleicht hätte ich mir meine Schrotflinte doch mitnehmen sollen. Alter, die sind total Ninja Turtle-mäßig drauf. Angriffsformation einnehmen. Roger. Ja. Uah, die sind echt eklig. Delta stellt sich gerade, was Kampf angeht, ziemlich dumm da. Diese Kerle können sich überall verstecken. Immer schön langsam und vorsichtig. Ja, dumm. Das Delta-Team ist dumm. Okay, hier haben wir wieder die kleinen Trandos. Na, komm ran, du kleine Bitch. So, ich bleib mal bei der Shotgun. Ich bezweifle irgendwie, dass es hier lang geht. Da, ja, okay. Los! Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Müssen wir uns auf diesen Scharfschützen verlassen? Ich weiß, es hat alles aufgezeichnet, was an Bord passiert ist. Jede Waffe, jedes Manöver. Die Republik würde Monate brauchen, um diese Daten auszuwerten. Und die Wookies könnten Sie dazu verwenden, die Oberhand über die Sklavenhändler zu bekommen. Eine Wookie-Lebensschuld für alle! Wir müssen das Schiff in einem Stück nach Coruscant bringen. Was ist das mit den Wookies? Ich habe es nicht ganz verstanden. Von hier haben wir freies Schussfeld. Sie erleben einen Meisterschaft. Ich weiß jetzt nur, dass Fixer dieses Dings da kaputt machen muss. Dieses Dings da. Fuck! Fixer! Fuck! Scheiße. Da sind viele Superkampfdroiden, von denen ich nichts wusste. Die standen gar nicht im Vertrag. Als ich geboren wurde, habe ich mit etwas anderem gerechnet. Ich müsste wieder Munition für meine Waffen haben. Ne, müsste ich nicht. Ja gut. So viel dazu. Ach, das sind Superkampfdruidenträger. Ach, Gott sei Dank, dass mir das jetzt auffällt. Ja gut, dass ihr euch gegenseitig so ein bisschen... Oh shit, das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Oh, sorry. Coming through. Ziel eliminieren. Ja. Treffer bestätigt. Oh, wie süß er da sitzt. Blödes Arschloch. Okay, Scotch, weiter. Was Bagda angeht, das regeln wir nachher schon. Ich will jetzt nicht extra. Das gefällt mir nicht. Haltet euch von den Minen fern. Scheiße. Erledigen Sie das. Ich entschärfe die Falle. Keine Störung, okay? Ah, nee. Sprengung abbrechen. Roger. Ich mach das schon. So. Verdammt, zurück.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, die Mine ist direkt. Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. Geh in Position. So, die können mich jetzt alle schön besnipen, während ich hier die Sache platziere. In Deckung. Sehr schön. Delta, formieren Sie sich. Ja, ich weiß. So. Jetzt bakterisieren wir uns mal alle eben, solange das Schiff nicht explodiert. Was schießt denn da wieder auf mich? Oh Gott. Gönnen Sie sich ein bisschen Bakter, Delta. So, mal umsehen. Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. Delta Team formiert sich. Bin in Position, so, hier gibt es Detonatoren und noch mehr Detonatoren. Ich dachte, das wäre jetzt Munition, ist aber auch absolut. Heilen Sie sich, Delta. Bin schon unterwegs. Ich würde jetzt gerne schon mal nach vorne gehen, aber das heißt dann halt nicht bakterisiert losgehen. Das ist das große Problem an der ganzen Sache. Oh, wer Infos haben will zu dem, was auf dem Kanal passiert, meinerseits, da kommen Sachen. Ich habe mir einige Überlegungen gemacht. Oh, das ist so schwierig, denen immer ins Wort zu fallen. Mir geht's gut, Alter. Ich habe einige Projekte in Planung. Oder es gibt halt sehr viel, was ich machen will. Ich weiß aber selber nicht genau, womit ich anfangen soll. Es ist echt so viel. Das war schon so eine Überwindung bezüglich Republic Commando. Allzeit bereit, Sir. Manöver abbrechen, Delta. Okay, platziere Falle. Nee, einer sollte schon mal snipen. Falle platziert, Team. Scorch, in Position. Ach Mensch, Scorch. Das geht ja auch alle ein bisschen besser. Ich will jetzt gar nicht erzählen, was genau es ist. Wow. Nee, das so explosionsmäßig hat das gar nicht so viel geholfen. So, die holen wir jetzt weg und dann... Ja, perfekt. Und dann gehen wir hier raus. Shit, noch mehr Tondos. Gott, die sind flink. Aber schwach. Heilen Sie sich, Delta. Bin schon unterwegs, Sir. So. Oh, was war das? Sind Feinde in der Nähe? Ich hoffe nicht. Naja, auf jeden Fall diese kleinen Explosionspindel. Stern auch mächtig. Kommando geheilt. So, gut, weiter geht's. Abschottung. Delta 3-8, ich habe die Kommunikationslisten des Schiffs analysiert. Die Trandoshaner haben ein Treffen mit den Separatisten vereinbart. Sie übergeben das Schiff? Ich werde die Republik um Unterstützung bitten. Rücken Sie einstweilen zum Hangar vor und zerstören Sie ihn. Hurra. Was so? Shit. Problem. Schön, dass die aber bei der Republik auf Kriegsschiffen immer noch Fahrstuhlmusik haben. Das ist super. Sie haben den Aufzug mit einem Sprengsatz präpariert. Wir sitzen im Zellentrakt fest. Position halten, Delta. Ich überprüfe die Baupläne des Schiffs. Schon wieder der Zellentrakt. Nur damit ich das richtig verstehe. Die Trandos haben dieses Schiff gestohlen, um es den Separatisten zu geben, um Kampfdroiden zu kaufen? Mann, wie ich das hasse. Das hört sich alles extrem wirr an. Die machen jetzt einen Austausch, einen Handel, irgendwas, was die Republik auf jeden Fall nicht autorisiert hat. Warum fühle ich mich nur wie ein Nerf in einer Gockert-Höhle? Delta 3-8, der Zellentrakt hat einen automatischen Schließmechanismus. Tja, das funktioniert nicht. Einige Schaltkreise scheinen beschädigt zu sein. Finden und reparieren Sie die Schaltkreise, um den Schließmechanismus zu aktivieren. In Ihrer Nähe ist eine der beschädigten Schaltkreise. Reparieren Sie ihn. Abbrechen, Delta. Ich mach das mal selber. Okay. Das ist alles extrem wirr. Ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Für uns natürlich schlecht. Guter Anfang. Suchen wir die anderen Schaltkreise, Jungs. Ach so, es geht noch weiter. Oh Gott, mir liegt was im Hals, und zwar gar nicht so schön. Was? Moment mal. Was? Hallo? Ja, meinetwegen. Okay. Da sitzt so... Ah, ich hab auch keine Munition. Ich gehe in Deckung. Einer weniger, Kommando. Präzisionsschuss vorbereiten, Delta. In Position. Danke, Sir. Guter Schuss. So, gehen wir weiter. Und nachladen. Fangen wir an. Wir kommen von allen Seiten. Achtung, 6 Uhr. Ich weiß ja noch nicht mal. Raketenwerfer, Deckung. Genehmigen Sie sich etwas Bakter. Ja, Sir. Ach du Scheiße. Okay, jetzt haben wir ein Problem.
er ist tot. Diesen Raketenwerfer will ich haben. Ach, der ist da noch im Einsatz. Fuck. Kacke. Hier hackt schon mal einer, bitte. Ja, was fährst du denn hier rum? Manöver abbrechen, Delta. Achso, da sitzt der drin. Arschloch. So, ab ans Geschütz. Laut meiner Scans halten sich die meisten Trandoshaner im Zellentrakt auf. Was wollen die nur mit dem Zellentrakt? Vielleicht mögen sie die Hitze. Ich sorge schon dafür, dass ihnen heiß wird. Humpeln sie nicht rum, nehmen sie Bagda, Soldat. Die Trandoshaner verheimlichen etwas und das ist überhaupt nicht gut. Was? Okay, gut, 7. Er tut seine Arbeit, würde ich sagen. Weg von dem Geschützkommando. Das Geschütz ist toll. Sektor erkundet. Roger. Ihr geht dahin. Ich nehme das Geschütz. Das muss ich hier nämlich auch mal zeigen. Nur noch treffen. Wow, okay. Schön, wie der schießen kann. Gefällt mir. Es ist nur unheimlich schwer zu zielen damit. Ach Gott, ist das nicht so. Shit. Einer setzt sich da jetzt rein. Wir suchen jetzt. Ich empfange eine Sendesignatur von Klontruppen. Ich überprüfe das. Lassen Sie sich nicht ablenken, 4-0. Okay. Mir kommt es so vor, als würde der Berater uns etwas verheimlichen. Hacken Sie die verdammten Protokolle. Verlieren Sie den letzten Schaltkreis, um den Schließmechanismus zu aktivieren. Okay, treffsicher sind die Trandos nicht. Rezensionsschuss vorbereiten, Delta. Scheiße. Wir müssen, wer auch immer am Geschütz ist, wir müssen ihn da wegholen. Ach, scheiße. Oh, es hört nicht auf. Super. Feine. Ich habe auch keine Granaten mehr. Doch, ich hab. Ah, oh Gott, es ist so ein Riesendurcheinander hier. Aber jetzt sitzen wir hier drin fest. Die Signatur der Klontruppen kommt von einer Position unter Ihnen. Suchen Sie ein Gitter und platzieren Sie eine Mine. Welches Gitter? Ah, gut, gehen wir einfach, folgen wir einfach dem Radar. Das ist ein heilloses Durcheinander, seitdem das Delta-Team hier wieder zusammengefunden hat. Da. Räumen wir hier ein bisschen um, Delta. Bin unterwegs. Wo wollen die Trandos hin? Gib mir Feuerschutz. Hä? Du bist tot. Ich sehe nichts. Runterkommen sie alle. Das Gas hat sie alle erwischt. Jetzt wissen wir wohl, wie lange Trandoshaner die Luft anhalten können. Schön, dass wir das auch geklärt hätten. Ich liebe dieses Geräusch. Gehen wir, Team, durch die Luke. Oh ne, 4-0 hat sich noch nicht. Die Rache der Republik hat sich noch nicht geheilt. Aua. Wo sind wir? Wechsel Visomodus. Ach, was du zum soll das ein Witz sein? Okay, jetzt wird's ernst. Rausner-Team, das Landungsschiff der Trandoshaner nähert sich. Ja, die Trandos haben etwas vor uns versteckt und das ist echt nicht schön. Oh Gott. Dafür sind die Sammler also da. Die sammeln Leichen von Klonen. Oh Mann, wir müssen hier raus. Aber wo kommen wir hier am besten raus? Hier. Oh Gott. Oh. Das gibt eine Narbe. Ein Sammler. So. Mal gucken. Hier mit. Ja. Scheiße. Hier kann man so langsam bald wieder sehen, ja. 6-2 geht in Position. Verdammte Sammler! Auf 6 Uhr, Boss! Von hier kriegen 6 Uhr? Geh in Position, Boss. Zielbereich in Sicht. Nur noch Schrott. Hier rein. Mal gucken, was hier unten ist. Ist das der gleiche Raum? Hallo. Ich gehe eben noch mal kurz gucken. Ich bin mir eigentlich. Hacken Sie endlich das Terminal-Kommando. Eine Schalttafel für Geschütze. Ja, beide Räume sind voll mit Klonen. Eine Tragödie, würde ich sagen. Achtung, sie sind überall! Oh, die Geschütze sind noch nicht aktiv, okay. Aua, wie geht der denn? Achtung, Terminal gehackt, Teamleader. Gut, jetzt haben wir zumindest die Geschütze auf unserer Seite.
Es kotzt mich leicht an, dass mein Sniper leer ist. Okay, gehen wir weiter. Nichts. Nichts. Toter Klon. Position ändern, Delta. Könnte ich den ganzen Tag in Deckung. Sauberer Treffer, Delta 3 an. Nein, nicht am Geschütz rumfuchteln. Nein! Oh Gott! Nein, 3-8, die Kopie. Team, schafft ihn weg von der Konsole! Sammler! Ja, schaff den weg von der Konsole und halt mich bitte. Wenn der die Geschütze aktiviert, dann haben wir ein echtes Problem. Er ist tot, das ist schon mal gut. Achtung, Detonator! Hacken Sie das Terminal, Delta. Okay, Delta, tot! Fuck, der ist nicht tot, der darf nicht sterben. Er muss wiederbelebt werden, Delta. Ich denke mal, da kann keiner hacken, solange er da im Weg liegt. Ich werde das gleich selber hacken, das ist blöd irgendwie. Du haltst dich, ich hacke und... Oh Gott, ey. Ist okay. Ich habe das hier gleich fertig. So, perfekt. Endlich. Oh, ich sehe gerade, ich habe gleich keine Munition mehr. Prima. Okay, diese Gas-Jetpack-Mistkacke... Ich könnte die Waffen nehmen, ganz ehrlich, aber... Geh in Deckung! Ja, solange ich kein Blaster habe, ist das wohl ganz okay. Hoffe ich. Damit bin ich auch schneller. Das sind so Sachen, ich glaube, ich bin schneller. Ich habe ein Schlachtschiff der Separatisten auf den Langstreckensensoren. Ein Schlachtschiff? Ja, schön! Die Besatzung ist gleich 4 Kommandos. Das Landungsschiff ist Ihre Kommandozentrale. Sie werden es erbittert verteidigen. Gute Arbeit, Boss. So. Geben Sie uns mit dem Geschützdeck. Achtung! Delta 3-8, alle noch lebenden Trandoshaner nehmen sich in Ihrer Position. Grenadier auf dem Steg. Ich muss mich kurz umsehen. Deswegen habe ich jetzt das Geschütz nicht genommen. Weil es hier... Oh. Das meine ich. Ich sterbe noch nicht von der Waffe. Die ist halt nicht so stark wie ein Blast, ne? Vorsicht, ich kann damit auch nicht zoomen. Schnappen wir uns das Stoßwellengewehr. Stoßwellengewehr, okay. So, Blastermunition. Gut, das hat das Problem auch erledigt.